Grüß St. Bernhard, weil ich wieder am Rohr. Samstag ist, heiß ist und wir haben in der vergangenen Runde das Lux Aeterna Irrenhaus in Salem durchsucht nach Hinweisen auf den Bellkiller, und zwar in der Person von der Iris, respektive der Rose, Zwillingsschwestern, die vom Bellkiller zumindest mal entführt und dann zur Hälfte auch verhorzt worden sind. Und in der Zelle von der Iris, die ihre Erlebnisse mittels Wachsmalfarben an die Wand projiziert, ist er zur Erkenntnis gekommen: Hey, ein Scheiterhaufen, wo gibt's sowas noch? Im Museum! Er hat aber den Connect zur Hexenverbrennung immer noch nicht hergestellt. Herrlich. Naja, also jetzt auf jeden Fall sind wir unterwegs zum Museum in Salem. Was gefunden? Witness immediately moved to trauma counseling after discovering the badly burnt body. Witness immediately moved to trauma counseling after discovering the badly burnt body. Das ist the body for the Rose, the Zwillingsschwester for the Iris. Um den muss es da gehen. Gottes Willen. Detectives are trying to find any possible connection to the bell symbol. People named Bell, literary reference to bells, anything having to do with the bell. Dung. Da hat's uns gemeldet, wir sind da. Es ist alles um die Ecke hier. Ah, da drüben. Hinter der Tankstelle. Oder vielleicht in der Tankstelle. Die Tankstelle ist ja schließlich auch ein Historical Landmark. Die erste Tankstelle in Massachusetts. Giftshop. Da sind wir schon richtig. Witch Trials Exhibits. Was gibt's im Witch, was da weit gibt? Gar nichts, wenn wir reinkommen. Museum of History. Ja, bitte. Fitting for an investigation about a serial killer. All these murders have whipped this town into a frenzy. Now it all leads here to a gala celebrating a time when Salem found itself swept up in another whirlwind of hysteria. Ja, hat ja doch ein bisschen Ahnung. Dann verstehe ich nicht, warum ein Connect nicht herstellt, ehrlich. Ronan, oder Conan, oder was heißt, O'Connor, Conan O'Brien, Ronan O'Brien. Witch Trials. Get to the Salem History Museum, das haben wir hinter uns, und investigate the Gala Exhibits, das machen wir jetzt. I'm so sorry, tomorrow tickets will go on sale to the general public, tonight is a special members only event. I couldn't get out, the fire was merciless. So. Ist mal abbrennt, das Haus. Gather round and bear witness to the righteous proceedings of a trial of a most heinous nature. Now you, good woman Putnam, you stand accused of the murder of seven of your own children, whom you claim were taken by forces of the devil. This freak show better give me some answers. I did not do it. My devil spawn of a child is my own accuser. Ah, und historic reenactment ist für immer freak show. Wer schon mega pfeifen. Stocks. Must have been pretty effective way to publicly shame people. Ja. Dafür hat man es erfunden. Being locked up in one of these things all day? I mean, just the physical discomfort. Exactly. What if you had an itch? Shit, people constantly mocking you? I don't think I could take it. Dafür war es gedacht. Is making those sounds. The trapdoor is making those sounds.
The door swings down and the victim hangs to death. Oh, wirklich? Danke, Spiel, dass du uns erklärst, wie Galgen funktioniert. The time is upon us, Abigail Williams. No. I knew you scourge it. Of Salem. It is time to pay for your sin. Ich wusste es. Ich wusste es. That ghost girl from the alleys is Abigail Williams, and this gallows was actually used to execute her centuries ago. Das glaube ich nicht. Weil das Holzbein nicht mehr so. Naja. 17. Jahrhundert. Abigail ist die Hex. I remember a bright flash, and then nothing. Was ist das? Ah, so ja. So it wasn't really a form of execution. No, sure. Right. But someone still got killed by this. Yep. So. What's making those what's sounds? What's the point of this? You were trying to get people to talk. Crack. To talk. How could they talk with those heavy stones on their chests? Doesn't make sense to me either. Ja, sicher. Das Geräusch macht das Cracking. Was das Stain? Das soll Stain sein? Okay. Confess, witch. Confess, or covenant. Demonic contract with the dark forces. Demonic contract back in Puritan times. They tortured people to coerce confessions that their actions were guided by a demonic contract. Ja, und ja, spätestens jetzt müsste klar sein, was der Bellkiller macht. Spätestens jetzt müsste es klar sein. Was und das ist alles? Mehr hat die Ausstellung nicht zu bieten. Das ist ja irre. Das ist aber. Wenn das Salem sei, so. Naja. Ich finde, das ist Toskana. Das ist auch eher Rom für Salem. Ah, oh, schon eher. Das ist schon eher. Also, wo ist die Bügeln her? Das schaut alles nicht amerikanisch aus. Did you see all those police lights? I don't know. We came straight from a dinner in Boston. Maybe Jim knows. So, I'm sitting. Is this Scala linked to the Bellkiller murder somehow? Yeah, I mean, if it's here, I guess it's true. Weiß nicht. Weiß noch nicht. Was ist das? Examine details. Salem Witch Trial Judgment House. Owned by Judge Hawthorne, one of the most influential judges during the witch trials, this historic mansion also served as courtroom for many of the trials and sentencing hearings during the hysteria that blanketed Salem in 1692. The Judge's House. Okay, was haben wir jetzt? One of Salem's historic sites, a mansion owned by a judge where accused witches were tried as part of the Salem witch trials in 1692. Naja, da geht's ja noch weiter. Was haben wir da? Wie soll das sein? Achso, Schiffe. Hübsches Bild. Schädel an der Wand. So, endlich das Deck. Just witchcraft that would get you in here. There's all kinds of things. Wasn't something like this used in the Bellkiller murder? Naja. ja, Rose. Burned to death. Und was noch? Namnes Torture. Burn at the stake. Rose was burnt to death on the stake, just like this. Ja, wie man es halt mit Hexen so macht. Und da haben wir einen Dunking Chair.
Auch das wird uns jetzt eigentlich. Ja, wieso? Alter, analyze. Drown. Sophia. Water. Something like this was used to kill Sophia. Ooh, she langsam tötet zwei. Must have been like a trailer was so loaded down with ammunition, like we were a rolling bomb. The train was so loaded down with ammunition, like we were a rolling bomb. Achso, das wird das ja, der Brand, das da, irgendwo habe ich ja schon gesehen, ein train wreck. Jetzt konnte ich schon concluden. Mir fehlt aber noch ein Hinweis. Oh, ein Hinweis fehlt mir noch. Vielleicht da beim Court selber, beim Reenacting selber. Eben, da haben wir es ja. Court Records. Echte Court Records. Replica of Court Records from the actual Salem Witch Trials. Ja, wunderbar. Conclude. So the Bell Killer used torture devices like this to kill his victims. Why kill them like witches? Wie vielleicht weiß alle übersinnlich sind. I'm surprised there's no exhibit for the accusers. It's such an important part of Salem's history. Actually, several artifacts aren't on display yet. We're currently preparing them upstairs in the restoration room. Upstairs in the restoration. Okay. Restoration room artifacts. Information. There are more artifacts upstairs in the restoration room that might relate to the Bell Killer case. Schön. Was wollte ich vorher sagen? Ja, ihr kennt's mir natürlich verspotten. Oder was heißt verspotten? Man könnte natürlich sagen, mit voller Hosen ist leicht scheißen. Du hast das Game ja schon mal durchgespielt, Depper. Drauf kann ich nur sagen, ja, mit dem Erinnerungsvermögen eines Goldfisches hätte ich es gestern auch durchspielen können und ich darf mich trotzdem nichts erinnern. Nein, also an die, das sage ich jetzt nur, weil ich halt über die Story, wow. Weil ich halt über die Story mecker, ne? Durch, also nur noch durch, da laut. Da steht ein Zug auf dem Flur. Ja, also, zur Selbstverteidigung, wir wissen nur, weil, wie gesagt, das ist natürlich alles wieder quasi frisch. Das ist mindestens 2 Jahre her, dass ich das gespielt habe und so viel Erinnerung bleibt dann auch wieder nicht. Ja, wie zum Geier kommen da durch? Ja. Geisterzug überholt. Wo geht's hier rauf? Wo geht's hier rauf? Mal einen Zahn zu. Gruselig. Was. Ja, for the Julia. I was so nervous. My rogue ex-con boyfriend meets my cop brother. It's a situation that's bound to have sparks, right? But it's like they were birds of a feather. I've never seen two men understand each other so naturally. I think this is going to work out fine. Da kann ich auch nicht durch. Was soll das?
Außenwand. Damn it. Das Außenwand geht trotzdem nicht durch, so scheiße. Nee. First witch execution plague. The first person hanged at Gallows Hill was Bridget Bishop, who claimed that I am as innocent as the child unborn when presented with the charge of witchcraft. Ja, sehr wahrscheinlich. Aber da ist ums Verrecken kein Durchkommen. Auch nicht oben drüber. Auf die andere Seite. Damn it. God damn it. Mal der Bahnhof und jetzt ist das Museum. Kein Schwanz kommt da durch, warum? Exhibit Hall, East Wing Exhibition, or Exhibits, West Wing, First Floor, Restroom, Tickets Room, Third Floor. Ja, super. Maybe in Third Floor. Second Floor, das passt so schon. Irgendwas hat da nicht ganz hin. Oh, hab da weggeschneidet. Second floor stairs. Ja, sicher, da will ich nicht diskutieren. Gott, geht mir das am Sack. Hat's da irgendwo Dämonen? Nicht, dass ich...
bitte, hört das jetzt überhaupt nicht mehr auf? Doch. Second von Gallery, danke. Dämonen, hallo? Keine Dämonen. Sieht zumindest keine. Ah ja, Dämonenschlote. Ha, da ist wieder der dunkle Schatten, habt ihr das gesehen? Rechts vor dem, vor der Lampe da, in dem kleinen Abteil, wo ich hinschaue. Da ist er wieder, da ist er wieder. Schwarzer Schatten. Ich fühle mich beobachtet. Terror on the track. Da ist er wieder. Ein schwarzer Schatten. Und da schon wieder. So häufig wie bis jetzt noch nie. Ich muss gerade damit durchporten. Okay. Jetzt habe ich die Übersicht verloren, weil ich mit schnell Draht habe. Scheiße. Wo will ich hin? Too sad, third floor stairs. Sehr gut. Mon check. Joy? I told you to look after Iris. You're not the boss of me. I found a bunch of stuff downstairs. The Bell Killer is offing his victims as if they're witches. I'm heading upstairs to see what else I can find. I should have told you to follow me, then maybe you would have stayed at the church. You know me so well. At the church? Wieso at the church? Wieso ist, was ist denn in the church? So tut die Iris hinbracht? Möglich. Nautical Exhibits. Ja, alles, was man heute, das ist ja New England, hat ja eine starke Seefahrer-Tradition, nicht wahr? Restoration. Aber zuerst das Ding da noch. Just keep an eye out for security cameras and alarms. Thanks for the tip, but this isn't even my first break-in today. Yeah, this looks like the right place. Now let's see what these artifacts can tell me about the witch trials. Wieso gehst du denn einfach ins Internet? Da steht alles drin. Google Salem Witch Trials. Focus. What is making those sounds? Locket? Was denn hier? Jetzt gehen wir mal Crystal. My apologies. It will always belong to you. For shame, Bridget. This schmarr of your conversations with the spirit world will surely condemn you as a witch. Was jetzt schon? Do any of these artifacts relate to the... Na, schauen Sie mal das nächste an. Puritans considered anyone exhibiting medium-like abilities to be witches, ja? Und nicht nur die Puritans. Persecution. Witch trial painting. One of the existing witch trial related paintings previously used in the first floor exhibits. Was ein Foto vor dem Laden, wie heißt das auf Deutsch? Pilray, Stocks. Wie heißt denn das? Put him in Stocks. Ach Gott, das ist zum Kotzen. Respekt. Important message. An antique scroll, antique, ja, ja. Auf der man nicht lesen kann, was draufsteht. Juppidu.
Pranger. Der Pranger ist das selbstverständlich auf Deutsch. Meine Güte. Judgment. Judge Gable. I wonder how old that is. Ja, 17. Jahrhundert, weil uns da herum um und dumm liegt. Bible. List of the accused. A notebook from the late 1600s listing those accused in the witch trials. Auch noch gut benannt, muss man sagen. What that? Salem Psychic History. Local child medium Sophia Barker finds missing man. Psychic leads police to gruesome discovery. Rose Campbell, Salem High student claims psychic powers. Und bei all den Hintergrundinformationen schafft das SPD nicht, eins und eins zusammenzählen. Sie kommen nicht auf die Idee, dass die Psychics das Ziel vom Bellkiller sind, obwohl das alles in der Zeitung und im Fernsehen und wahrscheinlich auf DVD brennt worden ist. Regelmäßig, im Wochentakt. Alter. Unglaublich ist das. Any direction. An antique looking galleon ship's wheel. Eine dicke Schachtel. Do any of these artifacts relate to the Bell Killer case? Ja, sicher. Die Tafel mit den Opfer. Navigation. An antique looking brass ship's binnacle. Mal durch die Gänge durch. Hey Troy. Der böse Richter. Judge Fudge, der aussieht wie ein englischer Richter. Ja, war ja wahrscheinlich ein englischer Richter. A painting of a witch trial judge. Bezweifelt, dass die Barocken aufgehabt haben, ganz ehrlich, wie Royal Judges. Civil War. A Civil War era canon. Sie müssen auch gut 200 Jahre jünger. Na, das muss der Liberation War sein, nicht der Civil War, oder? Unabhängigkeitskrieg. Und nicht der Bürgerkrieg. Also, sie meinen wahrscheinlich einen Unabhängigkeitskrieg. Nennen die Amis eigentlich den Sezessionskrieg und den Unabhängigkeitskrieg beide Bürgerkrieg? Hm. Falls irgendwer weiß, bitte melden, okay? So, und was haben wir jetzt noch? Was fehlt mir noch? 10 von 14 Clues, da geht noch was. Da geht noch was, wir haben noch nicht alles. Da kann man ja schließlich auch noch durch, ne? Außenrum. Ja, zum Beispiel das. Stuck in place. A large ship anchor. Very interesting. Wollen wir nur hier nicht da irgendwo eine Glocke finden? Die Glocken, sie hauen mich aus den Socken. Da war ich doch schon, oder? Anker. Das ist alles eher Naval. Naval. Das haben wir auch schon. Gable. Es sind immer noch drei Hinweise. Gibt es ja nicht weg, dass du leicht auf was. Ah ja, das leicht aber nur, weil ich da drin gestanden bin.
Mein ganz persönliches Residue. Entschuldigung. Was gibt's da noch? So was Blödes. Bleiben wir stehen. Joyce. Joy. Ja? Whatever. Nothing, nothing. Inspect this wine. Okay. A large barrel used for making wine. Mhm. Wo eher zum Transportieren, weil in die 1600s wird die Weinproduktion hier rüben nicht so mächtig gewesen sein. Nehme ich jetzt mal an. Was ist das? Ah ja. Distress calls? Hä? An antique looking ship's telegraph on a stand. Das ist doch kein Schiffstelegraph. Aber nie im Leben. Ach, so ein Blödsinn. Das ist der Dings, das Gasgebeteil. Auf der Brücke vor den Schiffen. So ein Schwachsinn. Schiffstelegraph. Du stößt ein, wie schnell das Schiffel sein soll. Vier zurück, das ist mehr oder weniger die Gangschaltung. Hallin. So nein. Slack way. Make fast. Das fehlt immer noch klar. Na gut, wir probieren es mal trotzdem. Final Answer. Relate to the Bell Killer. Puritan Mediums were witches. Wo ist denn das Ding? Also das Bible? Das brauche ich nicht. Na, aber das brauche ich mal auf jeden Fall. Bellkiller targets the mediums. Richtig. Dann Puritan Mediums were witches. Passt auch. Und wo ist Church's Gable? Na, ich würde Witch Trial Authority. Huh. Das dritte passt mir nicht so recht. Ich hab's Enkel. Probieren wir es mit ihm da. Und mit ihm. Judge's Gable. Probieren wir es mit ihm. Na? Dammit. Fällt mir wirklich der entscheidende Teil? Das entscheidende Teil? Ich bin mir nicht sicher. Probier's noch einmal. Und diesmal mit dem Judge's Gable. Wo ist er? Da ist er. Na, auch nicht. Na, das. Oh, Entschuldigung, das darf irgendein Teil fehlt noch. Aber was? Aber was? One clue still is missing. Es ist so furchtbar heiß. Es ist Samstag, früher Abend, später Nachmittag. Und mein Bruder hat sich schon wieder aufgewärzt, das glaubt sie wohl nicht. Das ist unbeschreiblich. Ich dampfe, ich siede hier im eigenen Saft. Buchstäblich. Man will nicht mehr darüber nachdenken, als es notwendig ist. Also wechseln wir schnell das Thema und fragen uns wieder ganz verdutzt, what the fuck is missing? Medieval Witchbook, und das hier. The Malleus Maleficarum, a hammer of the witches, published in 1487, argued for the existence of witches, the nature and genesis of their powers and how best to prosecute them. Ja, das Medieval Witchbook. Aber das wird nicht der Clou gewesen sein, den ich mir wünsche, oder? Glaube nicht.
dedicated to the nameless citizen whose generosity made the care of our town heritage possible, we delicately restore the past to make a better future. As an unnamed museum donor. Irgendwer hat einen Haufen Geld dafür. Ich glaube, dass es mir spendet. Was haben wir da? This place. It puts me in touch with odd sensations centuries old. I'm trying to focus on this killer, but the echoes from these sensations keep interfering, like deaths from the past, pleading to be remembered. Joy's mother feels spirits from Salem's history are linked to the items kept in the museum. Naja, wenn das Originale sind, dann ist es nicht so... dann ist die Erkenntnis nicht so herausragend, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Gibt's jetzt noch neue Hints? Neue Hints? Tipps und Tricks? Na. Natürlich nicht. Witch Trial Notebook. Do any of these artifacts relate to the Bell Killer case? Witch Trial Painting. Jo. Puh. Was nicht? Also. Nicht wirklich. Probieren wir es nochmal mit dem. War nicht. Contract, the contract. Es Förderclue, verfickt nochmal, es Förderclue. Keep looking, there's gotta be more here. Ich tue ja eh schon, was haben wir doch noch? Fenster. Bissl Fenster. Noch Fenster. Sie geht echt durch die einzelnen Schwickertons. Mir fehlt noch irgendwas Essentielles. Aber nichts Schnelles. Wo ist das Ding, das ich suche? I'm looking for a bell. Anyone seen a bell around these parts? Ding, bitte, ding, ding, und die Zeit vergeht. Kann nicht mehr da. Was? Glass on back oder? Glass on back oder? Was? Glass? Was? Verstehe ich gar nicht. Probieren es noch einmal. Gut, dann nehmen wir halt das. Auch nicht. Dann nehmen wir noch das. Der jetzt. Hatten wir schon. Der Rest kann es ja wohl nicht sein. Okay, das da. Witch Trial Public Summons. Nö. Na, da fehlt noch was. Gott sei Dirken. Was übersehe ich? Ah, dammit. Witch Trap Painting. Da in der Umgebung sind eher die Naval-Geschichten. Das ist alles Schifffahrt und dann kommt Civil War. Und da herum. Ich will mich nicht verstecken. Hör auf. Vielleicht ist ja nicht in der Restoration. Third floor stairs. Vielleicht müssen wir ein Stück auf. Vielleicht aber auch nicht. Ich befürchte weiter. Geht's da nicht auf? That's it. Restoration, ja, ja. Na, das, was wir suchen, muss da drin sein. It's gotta be there. Somewhere. Nix. Wo ist denn Laptops?
Das ist die Gegenwehr prädestiniert. Was soll das da sein? Also so ganze Schutzmasken. Atemschutz. Okay, noch einmal Regal für Regal. Das ist Weinfass, das ist Feinfass. Was ist das da eigentlich? Noch ein Weinfass wahrscheinlich. Wie ist das? Ja? Whatever. Hey, nicht geschissen werden, Kleine. Das war der Anker, was ist das? Das ist nix. Machen wir Büdeln. Judge Fudge. Kennen wir schon. Damn it. Aha! Baxter! Was jetzt? Achso, sind wir verdruckt? Hey, Kind, I need you to lift up this painting. Tisabelle, na endlich. Called the Hanged Witch. It's crazy. It's the killer symbol. A ghostly version of the Bell Killer symbol is on a painting called the Hanged Witch. Na habe dere. Baxter Museum. Baxter heard to hide the painting when someone approached him up here. Why hide it? And what was he doing here in the first place? Das sind Fragen über Fragen über Fragen. Sophia was a medium as well. This means that several of the girls the Bell Killer targeted were mediums. Blitzknesser. The killer used Puritan-era style witch trial punishment devices on his victims. Ja, und jetzt werden wir... Ich möchte gerne lösen. Da, was haben wir noch? Na, siehst du, das wird richtig gut versteckt. Wer hätte das gedacht? So the Bell Killer is targeting mediums because he thinks they're witches? That's insane. Who do I know that's interested in mediums? Baxter. What some suspicious behavior has Baxter exhibited during this case? Baxter Museum? Killer? Eh? Baxter looking for the girl? Ja, doch. Name sofort. Und Baxter's promotion. Baxter hit the book. Was? Wie? Was für Book? Ah ja, wohl, doch, sicher. Das Buch von der Mom. Ja, Baxter hängt drin. Then why the hell is Baxter involved in this? He dropped the case when he was demoted. Investigate the Gala links to the killer symbol. We got a suspect to look into. We're almost there. And not one step closer to finding my mom. Like I said, the world doesn't need another whiner. You know what? Screw you. You don't understand. Don't understand? My wife was murdered 3 years ago. She got to float up into the white light, and I got stuck here in this place with some bitchy teen. Come, Entschuldigung. Your mom's been missing what? 2, 3 days? Huh? And I guarantee you we'll find her. If I fail, if we fail, I'll never get to see Julia again. Ever. We won't fail. I don't need a cheerleader. I'm sorry, I didn't know about your wife. Yeah. Look, we need to act on the information we found. You head off to the church.
The church? Where are you going? Baxter's our prime suspect. I need to get over to his apartment and see if I can dig up any skeletons. Probably not a good idea for a fugitive to visit a cop. Fine, I'll meet you later. Jetzt geht's wieder ganz normal mit Stirn. Animation ist mal so, mal so. Ja, die Cutscenes ist eigentlich immer ganz gut. Selbstverständlich Motion gecaptured, das ist egal. So. Baxter's suspicious behavior surrounding this case points to him being a Bell Killer suspect. I need to find him. Wieso musst du jetzt ihn finden? Objective completed. Exit the museum. Okay. Noch ein Anker. Hübsch. Demons, ja super. Wollen wir gleich alle essen. Weh. Kaputt, aber da ist noch einer. Was ganz genau. Ich hab ihn nämlich gesehen. Genau, zwei sind noch. Leiden wir uns um ein Stück Gefiere. Da kann ich da sowieso nicht drüber, das bringt man da jetzt wenig. Der ist ja schon verpisst. Gleich schnappen können. Ich kann schon noch schnappen. Geht sich das aus? Na, es geht sich aus. Wo sein? Der war jetzt aber schnell wieder weg. Oh, die Richtung. Kill the demons. Kill das. Wäre gut, wenn ich den da zur Ablenkung verwenden könnte. It's coming my way. Geh weg. Ja dann. Spitze, egal, ich bin so gut. Wann haben wir noch? Dann haben wir auch gleich los. Komm, dreh dich um. Oder geh zum Raben. Oder mach irgendwas. Passt. The finish. Puff, zerplatzt. So, und dann hätten wir die Dämonenplage auch wieder erwartet. Ah ja, und jetzt muss ich trotzdem noch aussehen finden. Danke, lieber Rabe, bist ein braver Rabe, bist mein Lieblingsrabe. Exit, Exit klingt gut. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass man die Wednesday Addams die Geister auf den Hals schickt, ganz ehrlich. Also die Dämonen. Die kann ich sicher beschwören, oder? Witch Trial History, was haben wir da? The Salem Witch Trials ended in 1693, however witch trials continued with legal sanction in Europe as late as 1750. Oh, ich würde sogar sagen, darüber hinaus. Würde ich sogar sagen. I just got a text. Did you hear something else happen just now? Something bad. Someone told me about a murder. No, like this just happened. Police are all freaking out. Okay. What happened? I don't know. Sounds serious, though. This whole place is bad news.
thinking about the tech cop. Also das bin dann wohl ich. Naja, das, ich hab diesen Einfluss habe ich auf die Mädels. Kaum bin ich tot, denken sie an mich. So, wo geht's hier raus? Dammit. Aussippernloch. Exit. Nochmal Exit. Und wer bist du? Komm mal schnell. What made us derail that day? I always wonder. Train Station Memorial Plaque. Once the mighty iron trains charged forth on rail housed in this building. Now this place has been transformed into a monument to a town's past, carrying history forward on the rails of our memories. Wie poetisch. Da fliegt mir doch das Höschen weg. Da drin gibt's noch was. What made us derail? Ja, judging by the stone. bei den Boulders, die da überall im Haus findet, hat irgendwer einen Steuer aufs Gleis gelegt. Das haben wir jetzt übersehen. Da hat's was ich mir noch nicht angeschaut habe. Find's aber nicht, wird so wichtig nicht sein. Hoffe ich halt. Gut, und da haben wir noch so einen Stein wie. Sieben müssen wir noch finden, ein bisschen schon wirklich nicht. Nein, vielen Dank. Geisterzug! What made us derail this day? Ja. Warte mal. Persecution of witches was not common in Europe between the fall of Rome and the Protestant Reformation. Numerous laws explicitly forbade condemning people as witches or burning people for witchcraft. This stemmed from the notion that the very belief in witchcraft was superstitious. Ja, na, nicht wirklich, aber wurscht. Die Notion ist nett. Kann ich den ganzen Zug durch? Eigentlich schau. Kamera zuckt nur was. Sag einmal, jetzt finde ich da nicht mehr aus oder was? Da wird jetzt aus dem Portal. Der Mann, der sich in seinem eigenen Museum verlaufen hat, ich komm da nicht mehr raus. What the fuck? So mein Haar, Tickets, da musst du rausgehen. Ach Gott. Wo geht's hier raus? I couldn't get out. The fire was merciless. Enter town, yeah. Was los? Botzelei. Gas running. Why the hurry, boys? Where are you headed? Richtung Kirchen? No. Oh, shit. Richtung Kirchen. Damn it. No. Please, no. Ja, wir haben die Geschichte Salems wirklich noch wissenschaftlich obersten Standards durchleuchtet, indem wir drei im Prinzip lose miteinander verbundene Artefakte im Hirn zusammengemixt haben. Und jetzt geht's wieder mal zurück zur Kirche, nehme ich an, oder? Was war denn da jetzt der Auftrag? Dort sind wir die Polizeiautos fahren. Wir haben die kleine, die Joy in die Kirche geschickt mit der Iris. Und jetzt kommt sein, dass da irgendwer zuschlägt. Also das ist jetzt die Hurry, in der wir sind. Also Ronan O'Connor. By the way, die Zeichnung da hinten, ne? Die Zeichnung da rechts am Witch Trial Exhibits Ding, die habe ich auch schon mal gesehen. Die hat, und zwar in der Kirche existiert die an einer Wand. Das ist eine von der Wednesday, ihre Zeichnungen. Na gut. Ja, wir haben ein weiteres Kapitel abgeschlossen, erfolgreich, wie ich meine. Na okay, es hat ein bisschen länger gedauert, bis ich eine Gemälde gefunden habe mit dem Bell-Symbol drauf. Jetzt ist aber alles gut, der Ronan kennt sie aus. Die Joy ist, was ist das da oben?
Witch Trials. Also wenn die solche Sachen zeichnet haben wie das da oben, die Angelockten, dann waren sie wahrscheinlich schwarzmagisch. Okay, okay, gut, ich schweife ab. Jetzt ist die Joy allerdings in Gefahr, das heißt, wir werden in der nächsten Runde zur Kirche eilen und hoffen, dass der Clan und ihrer Freundin nichts passiert ist. Bis dorthin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und ein gutes Spiel. Ich sage, pfiat denkbar und Weili out.